Unter dem Motto Unsere Almen – Kraftquelle für alle fand am 28. bis 30. Juni die sogenannte Almwirtschaftstagung im Veranstaltungszentrum Kriegach statt. Schon bei der Eröffnung dieser für die Almwirtschaft sehr wichtigen Veranstaltung wird durch die Anwesenheit des dafür zuständigen Bundesministers Ruprechter die Tragweite sichtbar. Den würdigen Rahmen bietet Kriegach in zweifacher Hinsicht. Zum einen ein repräsentatives Veranstaltungszentrum und Peter Roseckers Waldheimat. Es ist ein ganz besonderer Tag heute für die Marktgemeinde Kriegach. Und zwar der österreichische Almwirtschaftstag findet bei uns da statt. Also die Almwirtschaftstagung 2017, die über 3 Tage andauert und heute praktisch die Begrüßung, der Empfang ist. Aus allen Teilen Österreichs kommen halt Personen, Verantwortungsträger, die mit den Almen zu tun haben. Auf die Frage, ob wir uns um die Zukunft der Almen Sorgen machen müssen, ist Diplom-Ingenieur Franz Bergler, seines Zeichens Alminspektor, zuversichtlich. Die Almwirtschaft in der Steiermark schaut relativ gut aus. Also wir haben noch immer fleißige Almbäuerinnen und Almbauern und die mit Herz auf die Alm aufgehen. Wir brauchen nur die finanziellen Rahmenbedingungen und für das wird das Bund und das Land auch sorgen. Die österreichische Almwirtschaftstagung ist eine ganz wichtige Veranstaltung im Sinne der Almwirtschaft. Da geht es um einen Erfahrungsaustausch, da kommen Almbauern, Almbäuerinnen und auch die Almverantwortlichen aus ganz Österreich, aus Allgäu und natürlich auch aus Bayern. Wenn Landesrat Seitinger über Almen spricht, dann mit Recht, denn er wohnt ja quasi auf einer in 1000 Meter Seehöhe, Frauenberg, Maria Rehkogel. Wir haben in der Steiermark 2000 Almen, die Gott sei Dank noch bewirtschaftet werden. Wichtige Kulturgüter, aber auch wichtige Erholungsgebiete in unserem Lande für tausende Menschen. Die Almwirtschaft ist in einer angespannten Situation. Zum einen ist die betriebswirtschaftliche Betrachtung natürlich immer negativ. Die volkswirtschaftliche Betrachtung allerdings ist eine sehr hohe. Das heißt, es braucht eine Unterstützung für die Almbauern aus öffentlicher Hand. Anders geht es gar nicht. Das Zweite ist, eine Alm muss auch bewirtschaftet werden. Das heißt, man braucht auch eine entsprechende Infrastruktur darauf. Das braucht keine Autobahn sein, aber mit einem Traktor, einem Anhänger und auch mit einem Chip muss man rauffahren können, damit man so eine Alm in der heutigen Zeit auch bewirtschaften kann. Und es braucht auch eines, dass wir die Auflagen auf der Alm, wenn einer Butter Käse macht oder Buttermilch herstellt, dass man das nicht gleichsetzt wie jenen in den Molkereien oder in den heiklen sozusagen Verarbeitungsräumen. Hier braucht man auch den Mut zur Lücke, sonst wird niemand mehr sich das antun, diese gigantischen Investitionen oben vorzunehmen. Und ich glaube, jeder Almgeier wünscht sich Almbutter, eine gute Milch oder was immer, einen guten Käse. Das dürfen wir nicht aufhören. Da brauchen wir ein bisschen einen Zugang zur Vernunft. Und das Letzte ist, und das macht mir die meisten sagen, das sind einfach die aggressiven Tiere, der Bär, der Fuchs, der Luchs, auch natürlich der Wolf, eines der schwierigsten Tiere, die wir haben, die die Almtiere reißen, grausam herrichten. Und auch hier gibt es ein großes Bestreben vieler Almbauern, die Almen nicht mehr zu bewirtschaften, wenn solche Schäden nicht entsprechend aufgehalten werden. Also wir haben hier ordentlichen Handlungsbedarf, aber es gibt einen großen Optimismus, der innerhalb der Almbauernschaft gelebt wird. Für Bundesminister Ruprechter ist klar, dass eine Almbewirtschaftung mit wesentlich höheren Kosten verbunden ist und daher Förderungen unbedingt notwendig macht. Wir können Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene schaffen, gemeinsam mit den Bundesländern. Vor allem mit der ländlichen Entwicklungspolitik haben wir hier ein sehr attraktives Förderprogramm aufgestellt. Das gilt es auch in Zukunft abzusichern, weil einfach die Leistungen, die die Landwirtschaft erbringt, die die Almbauern erbringen, indem sie eben diese Almen noch bestehen, abgegolten werden müssen. Das ist auch eine wichtige Grundlage etwa für den Tourismus in unseren ländlichen Regionen. Wenn wir die Almen nicht bewirtschaften, wachsen uns die zu und im Wald selber macht niemand Urlaub. Also das muss uns schon klar sein. Ruprechter war auch im Landwirtschaftsrat der EU. Seine Erfahrungen sind daher besonders für die künftigen Verhandlungen wichtig. Ja, gerade bei der künftigen Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik oder auch um die Diskussion, wie schaut die künftige Finanzplanungsperiode aus, geht es darum, für diese Besonderheit der österreichischen Berglandwirtschaft und Almwirtschaft auch Modelle zu finden, die wir auch nach 2020 absichern können, Rahmenbedingungen, die nicht so außer Streit stehen. Daher gilt es auch darum,
hier eine starke österreichische Position in allen Formationen des Rates, aber auch im Europäischen Rat abzusichern. Da geht es auch darum, um jeden Euro zu kämpfen. Und deswegen ist auch der 15. Oktober ein wichtiges Datum, weil darüber entschieden wird, wer in Zukunft Österreich in diesen Ratsgremien auf europäischer Ebene vertritt. Drei Tage lang wurden Vorträge, Diskussionen, Exkursionen auf Almen wie Schneealm und Hohe Veitsch unternommen. Denn immerhin geht es darum, die Almbewirtschaftung leistbar und für die künftige Jugend lukrativ zu gestalten.